Hallo und herzlich willkommen zu ZDF heute live. Schön, dass ihr mit dabei seid. Den Geschlechtseintrag und den Vornamen ändern lassen. Das soll für trans- und intergeschlechtliche sowie nicht-binäre Menschen einfacher werden. Und zwar durch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Das hat die Bundesregierung heute beschlossen. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, das soll das über 40 Jahre alte Transsexuellengesetz ablösen. Dieses sei demütigend und das Bundesverfassungsgericht hat es sogar in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig erklärt. Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat zu diesem Vorhaben der Bundesregierung und zum neuen Selbstbestimmungsgesetz heute Morgen bei uns im ZDF Folgendes gesagt. Das Verfassungsgericht hat auch gesagt, so wie es der Gesetzgeber in der Vergangenheit gemacht hat, darf man es nicht weitermachen. Und wir wollen jetzt einfach einer kleinen Gruppe, für die das große Bedeutung hat, das Leben einfach etwas leichter machen. Also für diese Betroffene, für die kleine Gruppe, wie sie Marco Buschmann nennt, ist dieser Gesetzentwurf historisch. Es gibt aber auch teils heftige Kritik an dem Vorhaben der Bundesregierung. Das Gesetz schwäche zum Beispiel den Kinder- und Jugendschutz und öffne die Tür für Missbrauch. Ist das wirklich so? Was ändert sich genau und welche Konsequenzen hat dieses Gesetz? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Julia Monroe, Aktivistin für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen, und mit meinem Kollegen Samuel Kirsch aus unserer ZDF-Rechtsredaktion. Und natürlich auch mit euch, deswegen stellt eure Fragen wie immer sehr gerne direkt hier im YouTube-Chat. Ihr könnt da auch eure Gedanken zum Thema loswerden oder ihr schreibt sie uns per Mail an die eingeblendete Mailadresse, die lautet zdfheute-live@zdf.de und ich versuche dann so viele Fragen und Gedanken von euch wie möglich hier im Stream mit unterzubringen. Eine kleine Bitte noch von mir, bevor wir hier in die Diskussion starten. Über dieses Thema wurde in der Vergangenheit wirklich in Teilen heftig gestritten. Deswegen diskutiert und kommentiert hier sehr gerne mit, aber bitte macht das respektvoll. So, und bevor ich jetzt gleich mit Julia Monroe spreche, die ich schon angekündigt habe, und wir in die Diskussion einsteigen, wollen wir uns einmal zusammen anschauen, um was genau es in diesem Selbstbestimmungsgesetz geht. Und das hat meine Kollegin Lena Jentscher für euch zusammengefasst. Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz gebilligt. Für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen soll es in Zukunft einfacher werden, ihren Vornamen und den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern. Trans sind laut Gesetzentwurf Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Intergeschlechtlich bedeutet, angeborene körperliche Merkmale zu haben, die sich nach medizinischen Normen nicht eindeutig als nur männlich oder nur weiblich einordnen lassen. Als nicht-binär werden Menschen definiert, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Das Gesetz soll folgende Punkte beinhalten: die Änderung von Geschlecht und Vornamen durch eine einfache Erklärung beim Standesamt. Jugendliche ab 14 Jahren brauchen die Zustimmung der Eltern, im Streitfall würde das Familiengericht entscheiden. Unter 14 Jahren können die Eltern oder die Sorgeberechtigten die Erklärung abgeben. Die Änderung tritt erst nach einer dreimonatigen Bedenkfrist in Kraft. Theoretisch können Betroffene den Eintrag ändern, so oft sie wollen, aber es gibt eine einjährige Sperrfrist. Eine Regelung zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen soll mit dem Selbstbestimmungsgesetz nicht getroffen werden. Ein Inkrafttreten des Gesetzes sieht der Entwurf zum 1. November 2024 vor. Und ich freue mich, dass ich darüber jetzt sprechen kann mit Julia Monroe. Sie ist Aktivistin und Referentin für geschlechtliche Vielfalt und mir jetzt aus Bremen zugeschaltet. Hallo, Frau Monroe. Hallo, schönen guten Tag. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde heute von der Bundesregierung beschlossen als ein wichtiger Schritt. Ist das für Sie ein Grund zum Feiern? Also es ist in dem Sinne ein Grund zum Feiern, weil diese Demütigungsprozedur, die bisher stattgefunden hat, in dem ja über 40 Jahre alten transsexuellen Gesetz, wo Transpersonen vor ein Gericht treten müssen, um dort einen Antrag zu stellen und werden dort durch zwei psychologische Sachverständigengutachten mit sehr übergriffigen Fragen konfrontiert. Und dass dieses Prozedere abgeschafft wird oder dass es vereinfacht wird, das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Aber nicht nur. Es gibt natürlich auch von unserer Seite noch sehr viel Kritik an dem Gesetz, weil man uns diese, es heißt ja Selbstbestimmungsgesetz, das heißt, wir bestimmen ab sofort oder in der Zukunft dann selber über unseren Geschlechtseintrag. Aber man wird immer noch mit Misstrauen irgendwie konfrontiert. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem wir immer noch sehr stark kritisieren.
Lassen Sie uns gleich gerne da noch einmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wie dieses Gesetz aus Ihrer Perspektive denn weiter ausgestaltet sein müsste. An dem, was Sie gerade geäußert haben, also dieses Prozedere, was bisher die bisherige Rechtslage hergibt, das findet auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, von den Grünen untragbar. Und er hat dazu im Bundestag Folgendes gesagt. Wer heute nach transsexuellen Gesetz seinen Personenstand und Vornamen ändern will, muss zwei Sachverständigengutachten vorlegen. In den Fragebögen tauchen dann unter anderem solche Fragen auf. Ich zitiere: Wie oft masturbieren Sie durchschnittlich innerhalb eines Monats? Und falls Sie das Erscheinungsbild eines Mannes haben, tragen Sie dann weibliche Unterwäsche, um sich zu stimulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach nur würdelos. Sven Lehmann nennt es würdelos. Wie würden Sie das beschreiben? Das ist absolut demütigend. Also das ist übergriffig. Da erheben sich Menschen darüber, mich als Transperson zu beurteilen, zu bewerten und zu sagen, hier, hör mal, bevor du deinen Geschlechtseintrag ändern möchtest, musst du erstmal beweisen, dass du jetzt nicht irgendwie krank bist, dass du nicht irgendwie einem Fetisch oder irgendeiner perversen Neigung nachgehst oder so. Und da kämpfen wir schon lange dafür, dass diese Prozedur endlich abgeschafft wird. Und das wird von vielen Beteiligten, von vielen Betroffenen als demütigend empfunden, als menschenverachtend einfach. Weil es geht gar nicht um meine Sexualität, das wird ja immer so in die sexuelle Schiene gesteckt, in die psychisch kranke Schiene. Und hier geht es aber in Wirklichkeit einfach nur um unsere eigene Identität, um die geschlechtliche Zuordnung und nicht um irgendwie ein sexuelles Verhalten oder um unsere Sexualität oder Ähnliches. Frau Monroe, Sie sind ja nicht nur Aktivistin und Referentin, sondern Sie beraten ja auch Jugendliche, junge Menschen oder auch Erwachsene, die in diesem Prozess sind. Nehmen Sie uns gerne einmal mit. Ja. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Sven Lehmann hat es in dem O-Ton, den wir gerade gehört haben, ja auch gesagt. Aber wenn eine Person wirklich für sich diesen Entschluss fasst, der darauffolgende Prozess, wie er bisher abläuft, wie muss man sich den konkret vorstellen? Also bisher ist es so, dass man beim zuständigen Amtsgericht, das ist je nach Wohnort, gibt es da eine bestimmte Zuständigkeit. Dort muss man erstmal einen Antrag stellen bei dem Gericht. Dann entscheidet das Gericht darüber, okay, du kannst diesen Antrag stellen oder du kannst dieses Verfahren jetzt einleiten, musst aber, bevor wir eine Entscheidung, bevor wir ein Gerichtsurteil, bevor wir einen Beschluss fassen, musst du erstmal zu einer psychologischen Begutachtung. Da müssen zwei unabhängige Sachverständige ein Gutachten erstellen, wo dann verschiedene Fragen geklärt werden, ob diese Person wirklich trans ist, ob dieses Gefühl seit mindestens 3 Jahren besteht und ob dass sich dieses Gefühl mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird. Das sind so die drei Zentralen, die dort abgeklärt werden müssen. Und in diesem Verfahren, in diesem Gutachten werden dann häufig diese Fragen gestellt. Also ich habe auch beispielsweise erlebt, da sollten Jugendliche sich dann hinsetzen und mit Bauklötzen ihre Familie nachbauen und so. Also es geht immer so in diese psychisch kranke Schiene, ob man überhaupt fähig ist, über sich selbst zu entscheiden und ob es überhaupt gerechtfertigt ist, dass jemand diesen Eintrag überhaupt haben darf. Wenn man sich mal versucht, da reinzufühlen, dann ist ja sozusagen der Impuls, aus dem heraus Menschen sozusagen diesen Wunsch äußern und sich dann auf diesen Weg machen, ja vielleicht auch gar keine Position der Stärke, sondern diese Menschen sind ja wahrscheinlich dann eh auch schon in diesem Moment sehr verunsichert und vielleicht auch in Sorge vor dem, was da auf sie zukommt. Was macht dann, wenn Sie auch mit diesen Menschen arbeiten, dieser Prozess, wie er jetzt gerade ist, auch mit denen, wie belastend ist der? Wie muss man sich das vorstellen? Also man muss sich das erstmal vorstellen, dass man selber erstmal einen langen Zeitraum hat, bevor man sich darüber im Klaren wird, wer man ist. Also wir sprechen vom inneren Coming Out. Das ist der Zeitpunkt, wo ich mir darüber bewusst werde, wer ich bin. Und dann kommt irgendwann das äußere Coming Out. Dieser Prozess dauert im Schnitt so, ich sag mal, 4 bis 7 Jahre ungefähr. Das sind so circa Angaben, da gibt es eine Studie zu, das ist bei Transmännern unterschiedlich als bei Transfrauen. Und dieser Prozess, wenn das 4 bis 7 Jahre dauert, bevor ich mich selbst reflektiere und dann endlich den Mut finde, dass jemand anderes, eine andere Person
mitzuteilen und dann gesagt zu bekommen, hier im Moment, das ist jetzt vielleicht irgendwo eine Phase oder es muss jetzt erstmal irgendwie von außen bewertet werden. Also das relativiert eigentlich das Leid, was diese Menschen in dieser Phase durchgemacht haben, wo sie versucht haben, sich selbst zu finden, wo viele, ich sag mal, depressive Phasen bis hin zur Suizidalität vielleicht eine Rolle gespielt haben. Und dann kriegt man von außen irgendwie gesagt, oder man bekommt Ablehnung vielleicht aus der eigenen Familie, man bekommt Schwierigkeiten in der Schule, wo jetzt der falsche Name noch auf dem Abschlusszeugnis steht, mit dem man sich dann vielleicht bewerben möchte für eine Ausbildung, für eine Arbeitsstelle oder Ähnliches. Und also da findet so viel im Alltag, finden so viele Verletzungen statt. Und da muss man sich in so einem Gutachtenprozess da solchen Fragen noch hingeben. Das ist erstmal sehr teuer, das Verfahren. Man rechnet so im Schnitt 1.500 bis 2.000 Euro kosten diese Gutachten und das Gerichtsverfahren. Und wenn man dieses Verfahren dann angestoßen hat und dann kriegt man solche Fragen gestellt und dann bekommt man auch Angst, dass man sagt, ich möchte dieses Verfahren abschließen, aber diese Fragen, die haben doch gar nichts mit meiner Identität zu tun. Es geht ja hier um sexuelle Fragen. Das hat ja mit mir als Person, als Mensch, mit meiner Identität nichts zu tun. Und das wollen wir, dann hat man Angst zu sagen, okay, wenn ich diese Fragen jetzt nicht beantworte, was passiert dann? Darf ich dann diesen neuen Geschlechtsantrag haben? Kriege ich dann meinen neuen Vornamen und so? Also man gibt sich dem hin und lässt das über sich ergehen und bringt das möglichst schnell hinter sich, damit man endlich zu seinem Ziel kommt. Aber eigentlich passiert das oftmals sehr widerwillig. Wir bekommen dazu natürlich die ganze Zeit auch von euch Fragen und Gedanken zu dem Thema. Danke dazu. Es schreibt zum Beispiel Adeki bei YouTube, ich finde es toll, dass Transmenschen es endlich etwas leichter haben im Leben. Das wird ihnen im Leben wirklich helfen. Dazu passt vielleicht folgende Frage. Also Sie haben natürlich jetzt diesen sehr schwierigen Weg, den es bisher gibt, beschrieben. Was ändert sich denn konkret durch das Selbstbestimmungsgesetz an der Lebensrealität von trans-, inter- und intergeschlechtlichen Menschen und nicht-binären Menschen? Ja, also vereinfacht wird hier lediglich das Prozedere. Wir müssen nicht mehr vor ein Gericht treten, wir müssen nicht mehr diese psychologische Begutachtung, also diese dritte Perspektive von psychologischen Sachverständigen oder ein ärztliches Attest oder Ähnliches über uns ergehen lassen, sondern wir alleine entscheiden darüber, wer wir sind. Wir gehen zum Standesamt, können dort eine Erklärung unterschreiben und gehören dann dem Geschlecht an, das wir für uns als richtig empfinden. Und was ich leider oftmals in den Medien beobachte, ist die Diskussion, dass jetzt jeder Mensch zum Standesamt gehen kann, den Geschlechtseintrag ändert, um dann Zugang zu irgendwelchen Räumen zu bekommen und so weiter. Also es hat bisher noch nie irgendwie dazu geführt, dass Menschen vor einer Toilette beispielsweise irgendwie einen Nachweis über ihren Geschlechtseintrag bringen mussten. Das wird sich auch durch dieses Gesetz nicht ändern. Da wird oftmals von irgendwelchen Missbrauchsfantasien gesprochen und so weiter. Das entspricht einfach nicht der Lebensrealität. Geändert wird hier lediglich, vereinfacht wird lediglich das Prozedere. Es ist nicht mehr beim Gericht, sondern beim Standesamt. Und es wird nur Vorname und Geschlechtseintrag verändert und nicht irgendwie automatisch der Zugang zu irgendwelchen Räumen gewährt. Das ist ein guter Punkt, den ich gleich auch noch mal gerne mitnehme und mit meinem Kollegen Samuel Kirsch aus unserer Rechtsredaktion besprechen möchte. Bevor wir das aber tun, würde ich Ihnen gerne noch einmal die Frage stellen, Sie haben es am Anfang schon ein bisschen angerissen, dass Sie nicht so ganz zufrieden sind mit dem Gesetzentwurf, wie er jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Was fehlt Ihnen denn konkret? Was müsste aus Ihrer Sicht besser werden? Also in dem Gesetzesentwurf ist bis jetzt noch von dem Offenbarungsverbot die Rede. Das ist für uns, man spricht da so ein bisschen von einem zahnlosen Tiger, weil die Menschen, die einen schon lange kennen oder wo der alte Name, wir sprechen hier von dem sogenannten Deadname oder die alte Anrede, wir reden vom sogenannten Misgendern, dass Menschen, die einen von früher kennen und wo das bekannt ist, die Geschlechtsidentität oder die Geschlechtszugehörigkeit, die einem bei Geburt zugewiesen wurde, den Menschen, denen das bekannt ist, die haben weiterhin das Recht, einen auch so zu benennen, ohne dass sie da irgendwelche Sanktionen befürchten müssen. Und das Problem ist aber oftmals, dass gerade Kinder und Jugendliche, die jetzt in ihrem Elternhaus keine Unterstützung finden,
massiv darunter leiden, dass ihre Eltern oder das soziale Umfeld keine Unterstützung anbieten und bewusst aktiv den falschen Namen, die falsche Anrede verwenden. Und das führt zu enormen Ängsten, zu sozialen Rückzug, zu Depressionen, zu suizidalem Verhalten, Selbstverletzung und Ähnliches. Das ist erwiesen, da gibt es Studien drüber, das sind ganz hohe Zahlen. Und dass das Offenbarungsverbot hier nicht weiter greift, dass es quasi den Status quo, den wir damals schon im transsexuellen Gesetz hatten, weiterhin verfestigt, das finden wir sehr schwierig. Und da müsste meiner Meinung nach nochmal ganz stark nachgefasst werden und das verbessert werden. Über das Offenbarungsverbot sprechen wir jetzt gleich auch nochmal. Frau Monroe, vielen Dank für den Moment. Wir wollen uns gleich dann auch nochmal zusammen auf die Kritik schauen, die nicht nur von Ihnen kommt, sondern auch aus der anderen Richtung, beispielsweise aus der Opposition. Dazu gleich sprechen wir uns. Jetzt würde ich aber gerne erstmal vorher mit meinem Kollegen Samuel Kirsch sprechen aus unserer ZDF-Rechtsredaktion. Hallo Samuel, schön, dass du bei mir bist. Hallo. Lass uns gerne einfach am Anfang die Frage aufnehmen, die kam hier bei YouTube von Martin Schmidt. Wenn ich mein Geschlecht nach einer Woche dann wieder ändern möchte, kann ich das tun? Das geht nicht. Also da hat tatsächlich der Gesetzgeber, beziehungsweise man muss ja sagen, es ist bislang ein Entwurf, der noch durch den Bundestag muss, eine Frist vorgesehen. Die beträgt ein Jahr, gilt allerdings nicht für Minderjährige, aber ab 18 jedenfalls ist eine Rückänderung oder eine weitere Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens erst nach einer Frist von einem Jahr möglich. Okay, also dieses nach einem Jahr zurück und willkürlich hin und her, das ist nicht möglich auf dieser Grundlage. Nach einem Jahr schon, aber eben nicht innerhalb dieses Einjahresfrist, genau. Genau. Es gibt jetzt ja auch von Kritikern die Behauptung, Eltern könnten in Teilen auch, also bei minderjährigen Kindern logischerweise, ohne die Einwilligung des Kindes den Geschlechtseintrag ändern lassen. Was ist da dran? Ja, insbesondere bei Kindern unter 14 Jahren könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man den Gesetzentwurf so liest, weil dort ist es so, dass der Antrag tatsächlich nicht gestellt wird von den Kindern selbst beim Standesamt, sondern das müssen die Eltern machen. Es kommt also erstmal tatsächlich auf den Willen der Eltern oder der Sorgeberechtigten an. Aber die dürfen sich nicht einfach so willkürlich über den Willen ihres Kindes hinwegsetzen, sondern es ist ganz klar, bei einer so weitreichenden Entscheidung, die die Identität des Kindes so tiefgreifend betrifft, da muss auch das Kind, der Wille des Kindes Berücksichtigung finden. Je älter es wird, desto eher, je geistig reifer es ist und je eher es auch die Tragweite dieser Entscheidung abschätzen kann, desto eher muss es eingebunden werden. Und wenn das nicht geschieht, wenn also die Eltern auch gar nicht mit dem Kind sprechen und sich über dessen Willen hinwegsetzen, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Und gegen eine Kindeswohlgefährdung, da gibt es rechtliche Schutzmechanismen. Da könnte dann das Familiengericht auf den Plan gerufen werden, sich auch selbst einschalten und im Zweifel, wenn das Kindeswohl tatsächlich gefährdet ist und der Wille des Kindes nicht zum Tragen kommt, den Willen der Eltern ersetzen und ihnen im schlimmsten Falle sogar das Sorgerecht entziehen. Verstehe. Samuel, lass uns gerne noch einmal auf die zwei Punkte schauen, die Frau Monroe auch angesprochen hatte. Und zwar zum einen diese sogenannten Schutzräume und zum anderen das Offenbarungsverbot. Jetzt ist ja eine Kritik auch an diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass dieses Gesetz eben zum Beispiel Männern ermöglichen könnte, in Schutzräume für Frauen einzudringen, indem sie dann eben sagen, ich bin jetzt eine Frau, ich lasse das entsprechend ändern und marschiere dann da rein. Im Gesetzentwurf findet sich jetzt aber sehr prominent auch der Hinweis, dass weiterhin das Hausrecht gilt, beispielsweise bei einer Frauensauna. Ist das denn überhaupt nötig, rechtlich? Nötig in dem Sinne ist es eigentlich nicht, denn es ist eine Klarstellung, die sagt, eigentlich gilt die Rechtslage, die auch vorher schon galt. Also das Selbstbestimmungsgesetz lässt das Hausrecht eben unberührt. Ich denke aber, das kann sich so interpretieren lassen, dass insbesondere der Justizminister hier zeigen wollte, den Kritikern, wir sehen diesen Punkt und wir haben ihn beachtet und wir stellen klar, das Hausrecht bleibt hier unberührt. Das Hausrecht, das bedeutet etwa ein privater Betreiber einer Sauna, der kann durchaus Menschen abweisen, den Zutritt verwehren, von seinem Hausrecht Gebrauch machen, die beispielsweise männliche Geschlechtsmerkmale tragen, aber nicht einfach so, weil er das so gerne möchte, willkürlich, sondern es braucht einen sachlichen Grund. Und der kann aber eben darin liegen, dass Frauen, die diese Sauna regelmäßig besuchen, in ihrer Intimität, in ihrem Bedürfnis nach Intimsphäre geschützt werden sollen. Und
diesem Grund kann eben weiterhin Rechnung getragen werden durch Ausschluss von Personen, die den Geschlechtsantrag haben ändern lassen. Okay, verstehe. Bisschen sperrig klingt ja dieser Begriff des Offenbarungsverbots. Das sagt im Grunde aus, dass auf Grundlage des Gesetzes ein Bußgeld verhängt werden kann, so steht es drin, wenn jemand die Änderung des Geschlechtseintrags von transgeschlechtlichen, nichtbinären oder intergeschlechtlichen Personen gegen deren Willen offenbart und dadurch die betroffene Person absichtlich schädigt. Ist das eine wirksame rechtliche Grundlage, um dem vorzubeugen? Ja, Frau Monroe hat ja schon einen Punkt angesprochen. Es gibt gewisse Ausnahmen. Eine besteht insbesondere darin, dass eine Offenbarung der vorherigen Identität oder des vorherigen Geschlechtsantrags voraussetzt, und das steht auch so im Gesetzentwurf, dass das bisher noch nicht bekannt ist. Also nehmen wir den Fall eines Prominenten, bei dem vorher allseits öffentlich bekannt ist, welchen Geschlechtsantrag er hatte. Er lässt ihn jetzt ändern. Dann ist er durch dieses Offenbarungsverbot nicht geschützt, weil eben gar nichts mehr da ist, was es zu offenbaren gilt. Gleiches Bild beispielsweise in der Situation, dass zwei Nachbarn, die beide Kenntnis haben über den Geschlechtsantrag, sich über den Vorgang unterhalten. Auch hier wäre kein Bußgeld möglich. Man muss aber auch sehen, das ist ein Interessenausgleich. Letztlich greift so ein Offenbarungsverbot auch ein Stück weit ein in die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Und auch das muss der Gesetzgeber berücksichtigen. Und ich denke, diese Einschränkungen sind ein Stück weit der Versuch, da eine ausgewogene Balance zu finden. Was noch eine wichtige Hürde ist, ist dieses Erfordernis, dass es eine Schädigungsabsicht braucht. Also, dass jemand nur ein Bußgeld bekommen kann, nur eine Ordnungswidrigkeit begeht, wenn die Offenbarung des vorherigen Geschlechtseintrags oder des vorherigen Vornamens, wenn die geschieht, um denjenigen zu schädigen. Das kann im Einzelfall ganz schön schwierig sein, das nachzuweisen. Ist also auch eine wichtige Hürde, die man erstmal nehmen muss. Jedenfalls erfasst, denke ich, werden Fälle von wirklich Mobbing, wo also eine Person bloßgestellt werden soll und diffamiert werden soll, indem man ihre vorherige Identität, Geschlechtsidentität offenbart. Und daher wahrscheinlich von Frau Monroe auch nochmal der Hinweis oder der Appell, an der Stelle dann nachzubessern bei dem Gesetz. Lass uns gerne abschließend noch einmal kurz auf eine Frage eingehen, die kommt von Peter Gebhardt, hat er uns per Mail geschickt. Wie wirkt sich eine Namensänderung auf bestehende privatrechtliche Verträge aus? Schutz des anderen Vertragspartners, schreibt er. Ja, das gibt teilweise, ist auch in diesem Offenbarungsverbot berücksichtigt, tatsächlich auch ein rechtliches Interesse, wenn man einen Vertragspartner hat und der lässt das Geschlecht umtragen vom Standesamt, dann kann es durchaus ein rechtliches Interesse geben, seines Vertragspartners darüber Kenntnis zu erlangen. Wenn er beispielsweise Schulden hat und er die Vollstreckung einleiten will, das heißt, er will diese Schulden eintreiben, dann braucht er den aktuellen Namen und dann kann er da tatsächlich eine Auskunft verlangen. Okay. Samuel Kirsch aus unserer ZDF-Rechtsredaktion, danke, dass du ins Studio gekommen bist und danke für deine Antworten. Gerne. Und ich würde jetzt gerne noch einmal sprechen mit Frau Monroe. Sie ist, wie gesagt, uns zugeschaltet die ganze Zeit aus Bremen. Sie ist Aktivistin und Referentin für geschlechtliche Vielfalt. Frau Monroe, Sie selbst haben Kritik an diesem Gesetzentwurf, der vom Kabinett beschlossen wurde. Gesetz kommt aber auch von anderen, unter anderem aus der Union. Da heißt es, dass befürchtet wird, Jugendliche würden während der Pubertät voreilige Entscheidungen über eigene Geschlechtsangleichung treffen. Jetzt muss man an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, haben Sie auch schon getan, in dem Gesetzentwurf geht es explizit nicht um medizinische Maßnahmen. Was sagen Sie trotzdem zu dieser Kritik? Also ich finde, dass die Union da versucht, sich, wie soll ich sagen, einem Thema zu nähern, um irgendwie auf Stimmenfang zu gehen und Ähnliches. Also die wissen eigentlich, dass das gar keine, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt. Es geht nur um den Geschlechtseintrag, es geht nicht um den Zugang zu irgendwelchen medizinischen Maßnahmen. Da gibt es ganz andere Prozesse, die dann durch Krankenkasse und medizinischer Dienst angestoßen werden, die auch über Monate, über Jahre dauern, bis man überhaupt dazu kommt, dass überhaupt irgendwelche Maßnahmen, sei es Hormontherapie oder Ähnliches, eingeleitet wird. Also da wird meiner Meinung nach bewusst mit falschen Informationen auch gearbeitet, um das Ganze in eine Richtung zu lenken, die vielleicht der eigenen Wählerschaft irgendwie dienen soll.
Wir wissen, dass gerade Transjugendliche im Durchschnitt, ich glaube, es sind 4,5 bis 6,8 Jahre brauchen, um sich über ihre eigene Geschlechtsidentität bewusst zu werden. Wir wissen auch, dass ungefähr im Alter von 8,5 Jahren die meisten transgeschlechtlichen Menschen wissen, was für eine Geschlechtsidentität sie haben. Und wenn man sich diesen Zeitraum von 4 bis 7 Jahren ungefähr anschaut, da ist ein ganz langer Reflexionszeitraum vorhergegangen, und dann nochmal diesen Übereilungsschutz irgendwie dort im Gesetz mit anzuführen, das ist irgendwie ein Schlag ins Gesicht für die Person, dass man ihnen immer noch nicht zutraut, dass sie wissen, wer sie sind. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil Sie haben ja unter anderem dieses Projekt Transkids ins Leben gerufen, wo Sie eben Kinder und Jugendliche und deren Angehörigen, die eben im Prozess oder davor sind, begleiten. Das heißt, Sie kennen da ganz viele Schicksale, was dieses Thema angeht. Ist das denn, wenn wir jetzt mal diese medizinischen Maßnahmen, Stichwort Geschlechtsangleichung, außen vor lassen, ist das denn überhaupt eine realistische Gefahr, dass, wenn der Weg jetzt sozusagen vereinfacht wird, dass da voreilige Entscheidungen getroffen werden? Also ich habe in meiner eigenen Gruppe bisher noch nie eine Person erlebt, die tatsächlich gesagt hat, hier, das ist jetzt der falsche Weg für mich. Ich möchte das alles wieder rückgängig machen und so weiter oder ähnliches. Ich habe aber mal eine Person erlebt, die bei uns in die Gruppe gekommen ist, die gesagt, sich erst als lesbisch geoutet hat und dann gesagt hat, nee, ich bin trans. Und dann war sie über einen Zeitraum von einem halben Jahr bis dreiviertel Jahr, glaube ich, bei uns in der Gruppe und hat mir dann irgendwann die Mitteilung gemacht, dass sie vielleicht doch nicht trans ist, bevor es dann überhaupt zu dem Zeitpunkt kommt, hier, ich möchte jetzt irgendwie Hormone nehmen oder ähnliches. Also das ist auch Teil dieses Reflexionsprozesses. Die Leute, die dann meistens in die Beratungsstelle kommen, die fragen, die wissen eigentlich schon sehr genau, wer sie sind. Die haben sich informiert, die haben ihren Prozess mit sich selbst abgeklärt, oftmals schon mit den Eltern, wenn die das alles mittragen, da schon abgeklärt und kommen dann meistens schon mit der Frage, ja, wie kann ich jetzt den Weg beschreiten, wo kann ich eine passende Psychotherapie bekommen, wie kann ich insbesondere mit dem Thema an der Schule, an meine Schule herantreten, weil das der Name auf dem Zeugnis oder im Klassenbuch immer ein ganz großes Thema ist und so. Also diese Gefahr, die da ja so groß gemacht wird, die sehe ich da nicht. Also aus dem Beratungsalltag, da ist das bisher kein großes Thema. Wir wissen auch, dass wenn es Leute gibt, die sich wirklich irgendwann zu der Erkenntnis kommen, okay, das war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Also ich habe mal mit einem der Chirurgen gesprochen, die das seit 30 Jahren praktizieren und dann gesagt haben, hier, ich habe in 30 Jahren 3000 Operationen durchgeführt und davon kamen insgesamt 3 Menschen, die gesagt haben, hier, das war ein Fehler. Da kann man sich schon ausrechnen, wie groß dieser Prozentsatz ist. Und das sind wirklich ganz, ganz wenige. Und in meiner Beratungsstelle ist das so in der Form bisher noch nicht vorgekommen. Dazu passt vielleicht die Frage von Sven Odendahl, die er uns bei YouTube gestellt hat. Wird das Kind denn vor der möglichen Geschlechtsänderung, gemeint die Geschlechtsangleichung, angehört, um eine genannte Kindeswohlgefährdung oder Manipulation des Kindes zu verhindern? Angehört von wem, ist jetzt die Frage. Also das Kind kommt meistens mit den Eltern zusammen bei mir in die Beratungsstelle und dann wird natürlich darüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich persönlich sage denen immer, lasst euch Zeit, nehmt euch die Zeit mit, gerade, also viele kommen in die Beratungsstelle und wollen alles auch sehr schnell haben, aber ich versuche sie dann immer so zu sensibilisieren, dass sie jetzt um Jahre voraus sind gegenüber ihren Eltern. Die Eltern wissen quasi erst ab Tag X Bescheid und die Jugendlichen haben jetzt aber schon jahrelang ihren inneren Prozess gehabt und darüber nachgedacht und reflektiert und jetzt werden die Eltern damit konfrontiert und müssen jetzt erstmal langsam mitgenommen. Und da versuche ich immer zu raten, geht das Ganze langsam an, geht das Ganze bedacht an, redet mit euren Eltern darüber, schaut die Reaktionen in eurem Umfeld, im Freundeskreis an und so. Und natürlich wird auch darüber gesprochen, welche Folgen dann eine Hormontherapie haben können etc.
Natürlich, bevor es dann auch zu Operationen kommt, finden natürlich Aufklärungsgespräche in den Kliniken statt etc. Also das klingt immer so, als wenn man heute den Geschlechtseintrag ändert und morgen dann auf dem OP-Tisch liegt. Das ist faktisch nicht so. Da finden lange Abklärungs- und Aufklärungsgespräche statt. Und da sehe ich eigentlich keine großartigen Gefahren, die das Ganze in Gefahr oder wo man da ein Risiko sehen könnte. Frau Monro, über die Kritik von politischer Seite haben wir schon kurz gesprochen. Ich würde gerne noch einmal mit Ihnen auf eine sehr kritische Stimme zu diesem Thema schauen, die vor allem seit gestern viel diskutiert und zitiert wird, und zwar von Alice Schwarzer. Alice Schwarzer hat im Interview mit dem Spiegel gestern Folgendes gesagt. Es gibt einen modischen Trend für junge Leute, trans zu sein. Das ist schick. Die Zahl der Menschen, die sich für trans halten, ist innerhalb weniger Jahre in der ganzen westlichen Welt extrem gestiegen, vor allem unter Jugendlichen. Etwa 80% von denen sind Mädchen. In manchen Klassen sitzen heutzutage gleich 3 oder 4, die sagen, sie seien trans. Das ist ja tatsächlich was, was man auch aus vielen anderen Ecken hört. Nicht aus Hecken, sondern aus Ecken. Transsexualität als Trend. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist leider ein Phänomen, was uns immer wieder begegnet oder was uns immer wieder vorgeworfen wird, dass das irgendwie jetzt eine Modeerscheinung ist. Ich kann dazu nur sagen, dass es nicht cool ist, irgendwie trans zu sein, dass es keinen Spaß macht, sich irgendwie in allen Lebenslagen diskriminieren zu lassen. Da findet ein sehr langer innerer Leidensprozess statt. Da ist ein sehr hoher psychischer Leidensdruck auch, der gesellschaftlich verursacht wird. Durch bestimmte Rollenbilder, die in unserer Gesellschaft herrschen, dass ein Mann so und so zu sein hat und eine Frau hat so und so zu sein und so weiter. Wir haben sehr stark mit behördlicher Diskriminierung, also struktureller Diskriminierung an Behörden etc. zu kämpfen. Wir werden im Sport werden wir kritisiert als Transpersonen, die dort auch keinen Platz finden. Man hat oftmals Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, wobei sich das auch mittlerweile langsam gebessert hat. Man wird gesellschaftlich angefeindet, man wird angegriffen, verprügelt. Wir hatten letztes Jahr einen Todesfall in Münster, wo ein Transmann verprügelt wurde und an den Folgen gestorben ist. Also es macht garantiert keinen Spaß, trans zu sein. Es macht garantiert keine Laune irgendwie. Das ist nicht cool, das ist nicht trendy. Ich kann es nicht verstehen, dass Leute, die lange Zeit feministische Kämpfe oder feministische Errungenschaften erkämpft haben, sich plötzlich so positionieren. Und also dieses Leid, was diese Menschen betrifft, dass das so relativiert wird. Also es ist nicht cool, so zu sein. Da stecken ganz lange Leidenswege dahinter. Und wir wissen ganz genau, wie viel Kriminalität auch nach wie vor gegen Transpersonen ausgeübt wird. Und wir haben im Schnitt, es gibt so eine Organisation, die weltweit die Morde an Transpersonen erfasst, wobei das auch ganz nur das Hellfeld ist. Also wir haben im Schnitt ungefähr eine Transperson, die weltweit pro Tag ermordet wird, nur weil sie halt trans ist. Und das dann so zu relativieren und zu sagen, hier, das ist irgendwie cool, das ist trendy, das hat man beim Thema ADHS damals gemacht. Das ist dann auch eine Modediagnose gewesen angeblich. Wir wissen, dass 15% sich mittlerweile gerade unter Jugendlichen sich als bisexuell identifizieren. Und das ist auch in den letzten Jahren gestiegen. Da sagt niemand, dass es irgendwie ein Trend ist, bisexuell zu sein. Aber bei Transpersonen oder bei Transjugendlichen wird das immer direkt als Trend dargestellt. Also wir wissen, dass in allen Altersstufen, also es gibt Untersuchungen, die verschiedene Generationen untersucht haben, und da gibt es in allen Bereichen, egal ob es um Homosexualität oder Bisexualität oder Transgeschlechtlichkeit oder Nichtbinarität geht, in allen Bereichen sind diese Zahlen nach und nach angestiegen. Das hat damit zu tun, dass sich die gesetzliche Situation insgesamt verbessert hat. Ich sag mal, es gibt jetzt die Ehe für alle beispielsweise. Und dadurch gibt es insgesamt eine höhere Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft, und dadurch finden natürlich auch Jugendliche eher den Mut, sich zu offenbaren, sich zu sich zu stehen und zu zeigen, zu sagen, wer sie sind. Und das war in der Vergangenheit eben nicht der Fall. Homosexuelle Männer wurden verfolgt etc. Also da das als trendy abzutun, das finde ich sehr schwierig.
Frau Monod, Sie führen ja diese Debatte, die, wie Sie sagen, in Teilen auch sehr schwierig ist, schon lange und beteiligen sich auch schon lange daran. Die wird ja auch, das Gesetz ist natürlich noch nicht in Kraft, diese Debatte wird auch noch weitergehen. Was wünschen Sie sich denn abschließend, wie diese Debatte denn besser oder anders laufen könnte? Also ich würde mir wünschen, dass Menschen, die sich, bevor sie sich dazu äußern, sich erstmal mit Transpersonen unterhalten, dass man sich vielleicht irgendwie im Dialog zusammenfindet und dass man sich informiert über die wirkliche Lebensrealität dieser Minderheit. Ich wünsche mir, dass man da empathischer an die Sache rangeht und nicht ständig mit irgendwelchen Vorurteilen, mit Unwissen, mit Nichtwissen, mit Falschinformationen irgendwie, dass man sich an den richtigen Quellen informiert und dass man mit uns als Transpersonen, als Transorganisationen irgendwie ins Gespräch kommt und einfach sich mal mit der Lebensrealität dieser Menschen auseinandersetzt. Sagt Julia Monroe. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen und die ganzen vielen Fragen zu beantworten. Und dazu würde ich gerne auch noch mal einen Kommentar vorlesen, der bei YouTube gekommen ist. Jeder sollte so leben, wie es ihn, sie glücklich macht, solange es niemandem schadet. Wir haben heute gesprochen über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Das ist vom Bundeskabinett, von der Bundesregierung jetzt beschlossen worden. Im nächsten Schritt muss es in den Bundesrat und dann in den Bundestag. Die müssen sich damit befassen. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz, das soll dann nach jetziger Planung am 1. November 2024 in Kraft treten. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Fragen, für eure Anregungen und bis zum nächsten Mal.